Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich bin es am Smurfix. Man sieht es am Raum. Ja, das ist definitiv ein Bossraum und genau das haben wir beim letzten Mal hier auch gemacht. Einen Boss bezwungen. Hier war der Wächter des Labyrinths. Wir sind ja hier im Tempel des alten Volkes. Und diese große, grantige Beste konnten wir glücklicherweise besiegen. Nun geht es weiter. Oh, hier, genau. Das war der Gang, wo vor die Turks waren. Die wollen wir nämlich verfolgen. Und vor ihnen hier in der schwarzen Materie sein. Und was ist denn das für ein schöner Schrein? Einfach mal draufdrücken. Halle des Planeten. Oh Leute, ihr seht, wir sind immer mehr hier im Lebensstrom. Ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, sei jetzt mal dahingestellt. Lebensstrom ist wütend. Glaube ich zumindest. Hey, Aris, kannst du ihm sagen, dass wir Freunde sind? Weiß ich nicht. Ich versuch's. Schwarze Materie geht vor. Wir müssen sie kriegen. Los jetzt. Aber... Aris schafft das. Bestimmt. Oh nein! Ihr seht, was wir gleich machen müssen. Ich meine, das ist jetzt der schöne Abschnitt. Ich meine, das ist exakt meine Party. Aber danach wird der Abschnitt kommen, wo ich dann mit Aerith, Red und Yuffie spielen kann. Na gut, dann ist Yuffie da. Yuffie carried schon. Schlimmer wäre es, wenn der Abschnitt noch catchy hätte, weil dann, boah.
Okay, mal so schauen. Aber ich glaube, es kommt nichts Neues mehr in die Shops. So, gut. Hilft nicht. Level Up hat man auch keins. Also, führt nichts dran vorbei. Auf welcher Stufe sind wir eigentlich hier? Immer noch Stufe 9. Ja, gut. Fehlen noch ein paar Erfahrungspunkte. Ich bin mal gespannt, ob wir es storymäßig jetzt so schaffen werden. Ihr merkt einfach, wie assi Cloud inzwischen ist. Also, dieser Drang nach die schwarze Materie zu finden, der ist stärker als... Wo ist dein Gegner? Dann übernimm. Ich zähle auf dich. Ich übernehme. Nichts überstürzt. Wurde schon ungeduldig. Echt krass, wie stark das ist. Und selbst hier auf Kosten seiner Freunde. So. Schön hier geblieben, Websen. Ich bin da. Macht Spaß. Und das Schlimme wird der Moment sein, wenn ich das nicht mehr mit tiefer machen kann. Und dann wird mal kommen, dieser Moment. Aber okay. War übrigens der Lebenssturm glücklich über hier, Aristar Dance, oder war der nicht glücklich? Ich kann den ein bisschen schwer deuten. Aber wir werden das sicher bald herausfinden und dann werde ich erstmal wieder eine halbe Stunde Materie anpassen können. Yes! Das Einzige, was in diesem Spiel Spaß macht. Was ist bitte das für ein doofer Fake-Raum? Da komme ich doch her. Warte mal, hier laut Minimap gibt's... Ah, okay, gut. Tja, wenn man blind ist... Scheiße, was war das denn bitte? Keine Ahnung, wachsam bleiben. Der mag euch einfach nicht, ich mag euch auch nicht. Ich sehe nichts mehr. Nicht übertreiben. Ah, schön geschossen, Barrett. Sehr gut. So, Lebensstrom, du stimmst, dann muss ich weg. Übrigens, was ist denn das da hinten? Seht ihr das? Dieser roten Orbs da. Oh, Leute. Ich mag nicht hier im Lebensstrom zu sein. Ich meine, okay, wir haben Aerith dabei. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir sonst immer so gut drauf waren. Ja, scheinbar sieht es der Lebensstrom ähnlich. So richtig mag er uns auch nicht. So, tiefer ist. Ah, tiefer Weapon, perfekto Mundo. Ah, deine Materie weniger. Aber dafür ein bisschen mehr physischen Angriff. Nee. 1, 2, 3, 4. Ne, hat gleich. Das ist sogar besser, weil... Ah, ich nehme alles zurück. Der ist ja besser, weil die Slots hier zusammen sind. So, Sangans Leere. Sangans Kampfgeist. Ne. Schaden. Waffenfertigkeit, Schaden kann man machen. Und kritischer Schaden. Okay, gut. Wie gesagt, das ist immer noch der schöne Abschnitt. Der schlimme Abschnitt kommt gleich. Ja, zum Glück hängt genau an dieser Stelle das Unkraut. Ich frage mich ganz ernsthaft, wie die Shinra-Soldaten hier bis dato rangekommen sind. Aber ich muss auch sagen, mir gefällt es deutlich besser, wie hier die Gegner auftauchen als im Original. Im Original gab es halt keine Shinra-Truppen. Da ist man reingelaufen, hat irgendwelche Monster besiegt, wie diesen Drachen und so. Und es war's. Und ich finde es deutlich glaubwürdiger, dass hier dass wir auch die ganze Zeit gegen Shinra-Soldaten kämpfen müssen. Und dass du auch wirklich merkst, dass die hier platt gemacht werden durch den Lebenssturm, weil ich meine, es ist ja ein Wettlauf gegen die Zeit und ich finde, das kommt deutlich besser als das, dass man einfach da reinläuft und ja, keine Ahnung, irgendwie die Schinder so, irgendwo halt immer welche Monster nur bekämpft. Finde ich cool. Und ich bin sehr gespannt, wann wir gegen Reno Root kämpfen müssen. Und wenn es ein Reno Root Kampf wird, nur mit Tifa, Yuffie und
Red, dann häng ich mir auf, Leute. Ich meine das ganz ernsthaft. Ich geh hin, nimm mir einen Strick und Cloud häng dich auf. Du mit deiner schwarzen Materie. Hör auf Sephiroth zu hören. Und mach was Sinnvolles. Kümmere dich aber um Tifa. Ist ein gutes Mädel. Nicht nach unten sehen. Ja, schon halt nur nach unten. Ja gut, dieser nicht nach unten sehen Spruch ist schon lustig, aber ich meine, du willst ja mal sehen, wo du lang gehst. Zwickmühle. Nichts überstürzt. Jetzt kannst du es, Alter. Die Arbeit. Los. Jetzt klar. Gut gedacht. Rechtschlag. So. Ja. Ich kümmere mich nur um die Fliegeviecher. Könnte theoretisch auch Barrett machen, aber ich kümmere mich schon, ich bin ja ein Guter. Bam! Wie konnte man eigentlich jemals mit einem anderen Charakter so tiefer kämpfen, Mann? Ich sage immer wieder, Tifa definitiv der beste Charakter im Spiel. Hui! Und das haben sie noch zum Ende nochmal weggeschmissen. So. Nee, ich liebe es, mit Tifa zu kämpfen. Ganz ernsthaft, sie kann so schnell und stark die... Oh, da wird's weitergehen. Da geht's weiter. So schnell und stark die Schockanzeige der Gegner nach oben hauen, was unglaublich immer noch wichtig ist. Sie hat eine Geschwindigkeit drauf, was echt exorbitant krass ist. Und ihre Skills sind cool, schnell, haben eine schöne Reichweite. Ist eigentlich mehr oder weniger der simpelste Charakter, weil du halt wirklich nur drauf haben musst und halt schnell Kombos machen musst. Aber es ist halt so cool mit dir. Also ich sage ja, ich habe mich hier wirklich bis zum bitteren Ende für eine Party entschieden. Ihr wisst mein... Oh no. Wütender Planet. Natürlich kann ich da nicht hoch. Okay. Kann ich jemanden da wieder? Ja, ich hab's gesehen. Tifa, alles gut. So. Braver Planet. Guter Planet. Kann ich ein paar Planeten ein Leckerli geben, wenn er mich in Ruhe lässt? Ich glaube, das klappt nicht so gut. Also. Da hast du. Whee! Sieht gruselig aus. Nicht übertreiben. Auf uns! Los, gib alles! So, den Sonnen bitte flapp machen. Die Sonne, den kannst du auch klappern. Ah, wieder auf dem Boden der Tatsachen, aber okay. Eigentlich wollte ich erst den Großen alle machen und dann die Kleinen. Aber so geht's natürlich auch. Bilde ich mir das eigentlich ein oder geht es deutlich schneller? Mit dem Beschwören als im Original. Also irgendwie im Original, da haben die Summonings schon immer ein bisschen gebraucht. Und hier fühlt alle 2 Sekunden Summonings. So, was ich natürlich eigentlich sehr begrüße, denn ich feiere sehr Phoenix. Weil Phoenix mega cool ist, weil er... Also ich meine, die einen, die sind natürlich alles für den Damage, sind die mega gut, bla bla bla. Aber am sympathischsten ist mir einfach Phoenix. Das ist meine Frage eigentlich an euch gewesen. Nein, nein, nein.
Wenn ich meine Allround-Haltung habe, dann ballert mich nicht ab. Also wie gesagt, die machen Schaden und ich meine, klar, wenn das Element das richtig anpasst, können die noch ein bisschen mehr Schaden machen, aber das Geile, was halt so cool an Phoenix ist, ist, dass er Erzengel dir geben kann, oder Erzengel, glaube ich, weiß ich gar nicht. Zumindest, er hat ja einen Skill, dass du jedem Charakter, also du kannst es wirklich bei jedem Charakter machen, dass du ihn einen Status verpassen kannst, dass, wenn du stirbst, wieder auferstehst. Also das ist absolut mega geil. Das geht mit dem Seelen-O-Ring auch, da gibt es ein Item, aber... Ja, das ist deutlich schwerer hier zu bekommen. Genau, hier haben wir den 10-Holding. Nur so nebenbei. Er triggert mich echt, dass ich nichts herstellen kann. Weil mir fehlen auch noch ein paar Synthesepunkte. Aber ihr seht, die Dinger da. Wo soll ich bitte Holz bekommen? Was ist bitte Holz? Offenbarung des Planeten, weil sie auch... Warte mal, die muss ich doch herstellen können. Warte mal. Meins? Cool. Man muss ja eigentlich nur mal durchlesen, was man braucht. Hier Knochenarmor, das ist irgendein random Kacke-Item, habe ich das Gefühl. So, also hier sollte man eigentlich durch sein, übrigens so nebenbei. Na, okay, das sind die Piratendelikte, die habe ich natürlich nicht eingesammelt. Ja, die werden jetzt mir genau fehlen fürs nächste Level. Aber okay, passt schon. Weiter geht's. Lauf, Barrett! So, war du easy, oder? Keine großen Probleme. Kein aggressiver Planet, der uns versucht umzubringen. So, mir fällt gerade auch vor, wo wir die eine Abzeichen genommen haben. Da war eigentlich eine gelbe Kiste. Die habe ich gesehen, aber irgendwie bin ich daran vorbeigelaufen. Wieso auch immer. Was Ladung haben wir jetzt? Können wir mal einmal nicht alles kaputt machen, Gender-Typen. Jawohl, sind sofort. Alles bereit. Eindringlinge! Es ist Avalanche! Keine. Das sollte reichen. Das wird so nicht. Alter, Mann, nehme ich gerade Platte oder was? Muss tiefer carryen. Ui, Leute. So. 3 Stufe 2 Soldaten, die sind gar nicht mal so easy. Chakra? Gebet. Chakra, Gebet. Was machst du da für einen Schmarrn? Zieh dich zurück. Das wird so nichts. Keine Chance. Schwach. Mein Einsatz. Komm, greif mich an. Ich sag dir, greif mich an, Lutscher. Na gut. Volle Konzentration. Komm. Spannendes Duell. Komm. Okay, ich habe gerade das Konterfeuer aktiviert, auch wenn das eigentlich nicht mein Plan war. Aber okay, geschafft ist geschafft. Cloud killt sie jetzt wieder auf brutale Art und Weise. Verschon mich, bitte!
Du stirbst nicht. Du kehrst bloß zurück. Wir müssen weiter. Warum so hastig, hä? Ausgezeichnet. Mit euch hatte ich eh noch eine Rechnung offen. Die Rechnung haben wir offen. Aber beglichen wird sie später. Wo wollt ihr hin? Oh nein! Hat's geklappt? Hab's echt vermasselt. War dein erstes Mal. Ist doch nicht schlimm. Und nur Übung. Mach den Meister. Außerdem hast du noch uns, oder? Oh, ihr habt recht. Man lernt nie aus. Oh no. Das ist fast das, mit dem ich gerechnet habe. Du musst erstmal ausruhen. Also, kann man nicht mal hier sagen, hey, Reno, voll schön, dass wir dich so lange bis dato nicht gesehen haben. Nee. Aber ich kann mir keine Megatränke kaufen. Nein! Schade. Dann halt nicht. Okay, Skills haben wir soweit angepasst. Dann passt es soweit. Und Anführer definitiv. Yuffie, weil Yuffie der einzige Charakter ist, mit dem man hier spielen kann. Oh, Leute, ich könnte übrigens mal Odin hier auswählen. Einfach weil Odin badass ist. Naja, ich laufe jetzt einfach mal vor und wie gesagt, den Großteil werde ich dann das Material anpassen, werde ich Oskar machen. Was ist das? Ist das etwa... Weise lässt sich wohl der Lebensstrom steuern. Glaub ich zumindest.
Vielen Dank. Fülle Gefäße des Lebens mit Energie aus dem Lebensstrom. Auf diese Weise kann Aerith den Tempel des Volkes wieder zu mehr Stabilität verhelfen. Je nachdem, wie viel Energie Aerith sammeln konnte, wird bei Kampfbeginn etwas Schutz gewinnt. Nett. Also, viel Energie sammeln. Kann ich da reinhüpfen nochmal? Eher nicht. Bäumlein? Bäumlein gibt mir keine Energie. Dann, liebe Leute, werden wir hier gleich weitermachen und mit dem Lebensstrom ein bisschen spielen. Doch davor machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.